Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Smooth Operation Call Center Chaos. Ja, ihr seht schon, das Spiel ist ein bisschen einfach gehalten, aber es macht irisch viel Spaß. Ich wollte jetzt mal das zeigen. Und zwar fangen wir mal an. Neues Spiel, neues Call Center. Wir nehmen es hier mal auf normal, weil ihr wisst, wir haben eh schon viel zu wenig Geld. Geschweige denn noch, auf hart mit 10.000 Dollar, das ist schon echt heftig. Ja gut, jetzt werden wir uns mal unser Callcenter mal benennen. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal Views, let's call. So, okay. Und ja, die Dame erklärt uns jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich werde es ein bisschen überspringen, weil ich es schon gespielt habe und schon weiß, wie es ungefähr funktioniert. Und wir haben jetzt hier unsere erste Firma, die uns einen Auftrag gibt, die Pit Performance. Und Inbound, Outbound und Backoffice-Aufträge. Wir sehen auch, je nachdem, von woher die Aufträge sind, gibt es mehr Geld. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal gleich, okay? Gut, dann werden wir uns den Tag mal starten. Wir haben jetzt hier unser Büro und das erste müssen wir mal die ersten Gebäude bauen, um dann diese Aufträge verarbeiten zu können. Für das brauche ich jetzt ganz das erstes bei Building Service, ne Operation. Bauen wir das erste Büro. Gleich hier. Ja. Okay, jetzt haben wir gerade einen Fehler gemacht. In dem Moment. Scheiße. Ja, ich muss sagen, ich kriege mal raus, weil, ja, Game Shop Menü, Game Menü, weil, Save and Quit, ohne Quit, yes. Okay, weil, man muss echt aufpassen, wie man das Ganze hinstellt, weil sonst kriegt man schon sehr bald ein Riesenchaos, so wie der Name schon sagt, Virus, let's call. So, dann okay, dann starten wir das Spiel. Jetzt yes, zu. So, weil als erstes müssen wir nämlich hier nicht schon das erste Callcenter bauen, weil zuerst müssen wir mal zuerst schauen, dass wir einen Fahrstuhl haben. Okay, den können wir nicht bauen, weil wir das schon bauen müssen, aber nicht gleich daneben, sondern ein bisschen Sets. So, jetzt hat es nämlich hier, genau, jetzt sehen wir gerade, dass wir hier halt diese Aufträge haben und jetzt haben wir hier die Inbound, Outbound. Ich werde jetzt mal hier entsprechend die Leute anstellen. Das heißt, wir werden jetzt hier Operation Staff die Inbound Leute mal hier hinsetzen. Die kommen auch gleich zur Arbeit und ich werde jetzt auch gleich hier einen zweiten Fahrstuhl bauen. Weil ihr werdet sehen, der wird schon bald benötigt werden. Das zweite Büro. Dass wir auch schon bald die nächsten Aufträge machen können. Das geht ein bisschen schneller. Jetzt, wir haben schon zwei. Was ist jetzt, so geht das jetzt nicht. Achso. Dass wir einen Fahrstuhl bauen können, müssen wir natürlich auch die Infrastruktur haben. Genau. Und jetzt haben wir nämlich. Infrastruktur gelegt und wir haben bereits zwei Fahrstühle. Ihr seht, unser Geld geht ziemlich schnell den Bach runter. Wir haben eigentlich schon nichts mehr. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch ein paar OBs einstellen kann. Die können wir noch. Und wir brauchen ebenfalls noch ein. Gut, können wir gar nicht herstellen. Das wäre nämlich ein Putzdienst, der nachts arbeitet, aber zurzeit geht es noch gar nicht. Dementsprechend werde ich jetzt noch ein bisschen mehr Inbound Leute anstellen. Ihr seht, wenn ich hier draufklicke, sehe ich die freien Computer, wo ich sie hinsetzen kann. Dabei muss ich beachten, dass nicht jedes Zimmer für jeden Typ von Arbeiter geeignet ist. So, die Arbeiter kommen an die Arbeit, kassieren zuerst mal ihren Lohn ab und danach verdienen sie mir das Geld, sind sie hier und ich werde jetzt hier die Spielgeschwindigkeit hochschreiben, weil ihr werdet sehen, dass es hier
Mein Gott, ich überlege gerade, ob ich das da ein bisschen leise machen soll. Weil mit ganzer Clean hier geht hier scheinbar so ein Koller. Ja, das ist eine ziemlich Klinge hier. Aber ihr seht jetzt, wir arbeiten jetzt diese Inbounds und Outbounds ab. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um am heutigen Tag alle abzuarbeiten. Schon von daher, da wir spät angefangen haben und wir haben jetzt gerade unser ersten Achievement bekommen. Und zwar haben wir 100 Inbound Calls an einem Tag erreicht und das gibt uns 500 Dollar. Den 500 Dollar könnten wir jetzt eigentlich bereits noch hier einen anstellen, der uns etwas Geld verdient. Wir haben jetzt schon knapp 600 Dollar, habe ich gemacht, diesen Tag. Und ja, wir haben jetzt dann gleich den ersten Tag durch. Knapp 1000 Dollar. Das ist immer schon super klasse. Aber ihr seht schon, wir haben es bei weitem nicht geschafft, hier alles zu erfüllen, was wir benötigen. Schon von daher, da jetzt gleich dann am nächsten Tag noch die Backoffice-Aufträge anlaufen werden und wir für die noch kein Büro haben. So, die Nacht wird jetzt ziemlich schnell dann vorbeigehen, weil wir noch keinen Putzdienst haben. Bei den späten Nächten wird dann der Putzdienst da sein. Und dann wird die Zeit nicht so schnell vergehen wie jetzt. Ich glaube, bis 12 Uhr läuft die Zeit normal und dann rennt sie durch. Wir sehen jetzt hier auch den Müll, der hier entstanden ist. Hier ein bisschen ins Bessere reingehen, dass wir mit dem ganzen Müll wir sehen. So, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben 500 Inbound Calls, hätten wir erledigen sollen, sowie 200 Output Calls. Und wir haben 193 Inputs geschafft und 100 Output Calls. Dementsprechend haben wir ziemlich verloren an Aufträge und das gab uns eine Strafe, da wir es nicht einmal geschafft haben, die Aufgaben zu bewältigen. Das ist natürlich sehr schade. Wir müssen jetzt schauen, dass wir dieses versuchen jetzt aufzufangen. Jetzt haben wir zwar ein anderes Problem und wir haben nämlich jetzt noch Backoffice-Items. Ja, und diese stauen sich natürlich jetzt an, weil wir keinen Backoffice-Mitarbeiter haben. Wir müssen jetzt schauen, dass wir jetzt schnell zu Geld kommen, dass wir ein weiteres Büro anschaffen können, um das diese dann zu bewältigen. Ja, speichern. So, jetzt werden wir sehen, die Zeit läuft jetzt ziemlich schnell jetzt. Es ist morgen früh und unsere Arbeiter kommen ins Büro. Die Arbeiter haben. Ja, jetzt haben wir freigeschaltet den Janitors, das heißt die Putzmannschaft. Und die werden wir jetzt auch gleich mal zutun, denn es ist schon Vorteil, wenn alles hier sauber ist. Denn so sind die Mitarbeiter auch glücklich. Okay, gut. Wir sehen hier nämlich hier, können wir die Mitarbeiter anklicken und da können wir schauen, was für Probleme hat. Jo, das sagt verschiedene Sachen. Oh, ich merke was. Wir haben jetzt auch ein anderes Problem. Wir haben noch keine Kantine sowie noch keine. Eine Kantine fehlt noch und auch eine Toilette. Und das bedeutet, wenn wir das nicht haben, dann gehen unsere Mitarbeiter immer nach Hause, wenn sie sich erleichtern müssen. Und das ist natürlich nicht so praktisch, das ist wertvolle Arbeitszeit, die verloren geht. Dementsprechend werden wir jetzt gleich schauen, dass wir, ja, was ist wichtiger, Toilette oder, wobei ich denke, ich werde. Ja, wir haben immer das Problem, dass uns die Backoffice-Aufträge gleich über den Haufen rennen. Ich glaube, ich werde jetzt mal nochmal ein Callcenter bauen. Zuerst. So. Und dann schaue ich, dass wir eine Backoffice-Mitarbeiter hier anstellen, um mal dieses Backoffice-Aufträge ein bisschen abzuarbeiten. Wir werden jetzt nochmal heftig Strafe zahlen müssen. Das heißt nochmal 300. Weil wir es nicht geschafft haben, die Aufträge zu erledigen. Ich sehe auch, die anderen wurden nicht geschafft und das hat auch einen Grund, weil wir keine Toilette haben und kein Restaurant, das wir hier sehen, Buildings, Food, also Kiosk. Und dann gehen die Leute immer nach Hause
Und das ist natürlich dann Auszeit, die verloren geht. Ja, wir haben jetzt sogar dreifache Strafen gekriegt, weil wir halt gar nichts geschafft haben, sozusagen. Und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir das in den kommenden Tagen verbessern können. Haben noch einen kleinen Bonus gekriegt. Aber jetzt geht es dann wirklich zur Sache. Ist ja so, man sollte immer schauen, dass man genug Geld hat. Weil wenn man kein Geld hat und die Mitarbeiter morgen früh zur Arbeit kommen, sind es natürlich schon deprimierend, wenn sie nicht bezahlt werden. Dann sollte man schon daher schauen, dass einem das Geld nie ausgeht, weil das sonst wirklich nur zu Ärger führt. Genau. So, wir haben gleich morgen früh, wir haben gesehen, es ist alles blitzeblank sauber. Dementsprechend reichen unsere zwei Putzteufel hier zurzeit. Und ich bin jetzt gleich gespannt, was ist denn gleich hier, wie es jetzt gleich hier abgeht. Ich versuche jetzt mal gleich, sobald ich das, die Möglichkeit habe, sobald die gerade hier ab zu arbeiten kommen, die Backoffice-Leute zu erhöhen, sodass wir wenigstens einen. Okay, jetzt haben wir den Text freigeschaltet. Damit wir wenigstens mal einen Auftrag vielleicht positiv am Abend ja, beenden können und nicht die ganze Zeit Strafe zahlen müssen. So, die Mitarbeiter trainieren jetzt kräftig umher, versuchen natürlich jetzt alles jetzt ihre Jobs zu erledigen. So, ich denke, ich kann ein Nest einstellen. Kosten tut ja nur, wenn sie kommen morgen früh. Wenn sie mal da sind, dann haben wir die Kosten eigentlich im Griff. So. Schauen wir mal, ob wir wenigstens vielleicht heute die Backoffice-Aufträge ins Grüne kriegen. Wobei, wie gesagt, ein Defizit ist natürlich wirklich, dass die Leute, ja, my XK ist lost. Also, okay, die Papiere stinken. Da ist sie dir, wir brauchen ein Restaurant. Und da muss ich jetzt wirklich ein bisschen sparen. Ein Restaurant kostet 2.500, also genau gleich viel wie auch ein Büro kosten würde. Und das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir jetzt das nächste Mal ein Restaurant bauen. Und ich habe es jetzt absichtlich mal so gemacht, ich habe ein bisschen eingeteilt mit Inbound, Outbound und Backoffice und werde dann entsprechend auch in die Höhe bauen, wie ich das gerade benötige, damit ich ein bisschen Übersicht habe, wenn die Leute nämlich kündigen. Das kann auch passieren, wenn sie unzufrieden sind, dass ich noch weiß, wo jetzt der Platz wieder besetzt werden muss. So, wir haben es fast geschafft. Ihr seht, das ist ziemlich im Bereich. Ich denke, für die Backoffice-Aufträge werden wir dieses Mal, es ist um 12 Uhr, wenn die Abrechnung kommt, einen Bonus kriegen. Genau, ein Bonus. Kriegen wir immer noch zweimal 100 Minus. Dementsprechend machen wir über Verlust. Aber wir sehen schon, unterm Strich haben wir schon richtig viel erzielt eigentlich. Wir schauen natürlich auf der über 1.500. Da würde ich sagen, kann man sehen lassen. So, dann schauen wir, dass bald der Tag wird. Die Putzmannschaft hier fleißig am Schuppen, das seht ihr ja schon. Und ja, dann entsprechend kommen wir jetzt dann gleich zu Beginn von Tag 4 und werden dann sehen, wie es dann da so läuft. Wir werden das nächste, den nächsten Tag wieder minus schreiben, weil wir jetzt natürlich das Geld sparen müssen für ein Restaurant und wir können ja nur ins Plus kommen, wenn wir alle Aufträge erledigen. Klar kann es passieren, dass durch das Restaurant die Leute weniger lange außer Haus sind und dadurch dann vielleicht mehr Calls erreichen, aber ich denke nicht, dass es reichen wird, um einen zweiten Punkt ins grüne Bereich zu kriegen, ohne einen zweiten Arbeitsplatz oder ein zweites Büro. So, 7 Uhr, 7:30 Uhr, die ersten Arbeiter kommen jetzt ins Büro und fangen an zu arbeiten. Ja, genau, das meine ich, muss schauen, dass ich halt Ende des Tages nicht so viel Strafen zahlen muss. Dass sie ihr Ziel erreichen in dem Sinne. So, ja, wir haben schon wieder halb 10. Und ich sehe gerade, kurz Pause, geht das? Genau. Ich sehe gerade, wir haben gerade die erste Folge erreicht. Oder die erste Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt
lasst mir ein Like da. Schreibt doch einen Kommentar, wie ihr solche Spiele findet, ob ihr sagen, oh nee, da kriege ich nur Augenkrebs bei sowas, oder doch, dass die Indie-Spiele sind die coolsten, die machen noch richtig Spaß, da läuft das läuft auch auf Elternrechner und so weiter. Dann schreibt doch auch das in den Kommentar, würde mich sehr freuen. Mit diesen Worten melde ich mich ab, bis zum nächsten Folge zur Smooth Operation. Tschüss.